Guten Morgen. Es ist Montag, natürlich. Und ich mache eine sehr, sehr spontane Live-Sendung. Und der Grund, dass ich das mache, ist, dass letzte Woche ich habe ein Interview gemacht mit einer super Frau aus Ulm. Aber die Soundqualität war, es gibt sehr viel Echo. Und so ich habe gedacht, dass machen wir einfach das Interview nochmal. Aber erstmal singe ich einen Song für euch. I see you flying, driving down the dirt road, the dust keeps rising, and no one can catch you, mountain smiling. Coated in the light snow, and the day is only half full. Don't forget that when we're oceans from each other and the sun sets. If I'm not hanging with you, brother, just know, sure as the ein bisschen langsamer als normal. You stop for water. Das ist wunderschön. Down by the lakeside, and the boat that's moored there. One day you'll own it. Those birds are calling. Up above you so high. It's time to head back while it's still light. And don't forget that when we're oceans from each other and the sun sets. If I'm not hanging with you, brother, just know, sure as the wind blows, I'm thinking of you. Won't you make a trip as you're kicking it, never giving in. Ooh, 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 ooh. And don't forget. And the sun sets. If I'm not hanging with you, brother, just know, sure as the wind blows, I'm thinking of you. Yeah. Oh, I'm thinking of you. Ein Song, das ich für meinen Bruder geschrieben habe. Er wohnt in Chile und er hat mir gestern ein wunderbares Foto von dem Vulkan in der Nähe von ihm geschickt. Sieht super aus. Okay, so heute, meine Damen und Herren, Anna-Marie aus Ulm. Hi. So die erste Frage ist, ob ihr Anna-Marie hören könnt. Ich muss... Könnt ihr mich hören? Hey, Daniela, super, dass du hier bist. Daniela, kannst du Anna-Marie hören? Well, Hi, Daniela. Well, letzte Woche... Geht es? Ja, einfach an das sagen, Daniela. Ich hoffe, dass es geht. Oder einfach sagst du etwas, Anna-Marie? Ja, hi, Daniela. Kannst du mich hören? Ohne Echo diesmal.
Ich denke, alles muss okay sein. Auf jeden Fall, meine Damen und Herren, Annemarie, sie hat einen super Laden in Ulm, Fisher & Clyde. Ich habe, ich denke, wohl 5 Jahre oder so da gespielt. Es ist ein super Laden mit einer super Atmosphäre. Und wie ich gesagt habe, wir haben letzte Woche ein Interview versucht zu machen. Wir haben das Interview gemacht, aber ich habe nicht bewusst, dass jedes Mal, dass Annemarie hat etwas gesagt, es gibt ein großes Echo, mehr Echo als Wembley Stadium. So, machen wir das wieder. So, Annemarie, kannst du ein bisschen über deinen Laden sagen? Ja, also ich habe den vor 5 Jahren aufgemacht. Ich habe nur Fair Fashion und ja, Bio-Kleidung, aber so einem schönen Stil irgendwie locker. Ich wollte nicht Jute, Sack, Sachen da haben, sondern sollte ganz ja, normal aussehen, in Anführungszeichen. Und es macht mir selber unheimlich viel Spaß. Ich bin Schneiderin, habe auch eine kleine Schneiderecke eingerichtet, wo ich inzwischen nur noch eigentlich ganz, ganz selten mache ich Anfertigungen, aber vor allem repariere und ändere ich Kleidung, weil es mir auch wichtig ist, Kleidung lange zu halten. Und wenn die Leute ihr Herz dranhängen haben, dann ist es umso wichtiger und umso schöner, wenn es dann auch noch länger getragen werden kann. Ja, genau. Und kannst du etwas über die Gegend von wo deine Laden ist? Weil wie ich gesagt habe, ich bin ein paar Mal da. Ich habe einmal da gespielt. Aber ich habe deinen Laden vielleicht zwei oder dreimal besucht, ich denke. Ja, es ist in Ulm, in der Altstadt, im Fischerviertel unten. Und es ist eine wunderschöne Gegend, viele alte Fachwerkhäuser, Kopfsteinpflaster. Da freut man sich mit dem Fahrrad nicht so sehr, aber es ist sehr pittoresk. Nee, ein kleiner Fluss fließt da runter zur Donau und kommt mit zur Donauwiese, wo dann im Sommer auch viel los ist. Und ist richtig, richtig schön. Ein paar Biergärten sind hier und ja, nee, hat schon Atmosphäre. Ja, Ich fühle mich sehr wohl. kann ich zustimmen? Ist das die richtige deutsche Wort? Kann ich auch sagen. Weil ich war einmal in Frühling da. Frühling? Ja, das war sehr, sehr schön. Ja. Und was war deine Inspiration in dieser Bereich Kleidung zu machen und einen Laden zu öffnen? Also ich bin, wie gesagt, Schneiderin und ich habe hier in Ulm nach einer Stelle als Schneiderin gesucht. Ich habe vorher in München gearbeitet und bin immer gependelt und das war auf Dauer nicht so angenehm. Und ja, Maßschneiderei alleine aufmachen wollte ich auch nicht, war mir zu riskant. Und so im Gespräch mit anderen Leuten hier habe ich dann eigentlich festgestellt, dass nicht nur ich das Fair Fashion Angebot hier in der Stadt deutlich zu mau finde. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das. Mach mal eine kleine Schneiderecke da noch rein und dann, ja, wird es bestimmt gut. Und ja, es ist so mein zweites Wohnzimmer und die Leute kommen auch gerne her und das freut mich auch. Und ja. Super, cool. Okay, ich denke, ich spiele schon einen Song für dich, Annemarie. Ich Cool. denke, letztes Mal, du hast Only the Light Ja, bitte. gewünscht. Okay, here we go. One day we'll wake up to find we've made it. I've got a super good feeling. I've got a super good feeling. I have a future bigger. No fingers on the trigger. But I've got a super good feeling. I've got a super good feeling. That's why I keep singing, whoo. Ooh, it's only the light I see. It's only the light I see. I keep singing, ooh, ooh, it's only the light. Yeah, it's only the light. Now heed the warning. These days are coming. I've got a super good feeling. I've got a super good feeling. I have a new sunrising and everybody's shining. Oh, I've got a super good feeling.
I've got a super good feeling. That's why I keep singing, ooh, 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 ooh. It's only the light I see. Oh, it's only the light I see. I keep singing, ooh, 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 ooh. It's only the light. Yeah, it's only the light. Now all you gotta do is follow it. All you gotta do is follow it. Yeah, yeah. That's right. Now all you gotta do is follow it. All you gotta do is follow it. Yeah. That's right. One day we'll wake up to find we've made it. Oh, I've got a super good feeling. I've got a super good feeling. That's why I keep singing, ooh, 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 ooh. It's only the light I see. Oh, it's only the light I see. I keep singing, ooh. Ooh, ooh-wee. It's only the light. Yeah, it's only the light. Anna Marie, only the light. Super. Just danke. Complete with mistakes. I didn't hear them. Okay. welcher, wie ich gesagt habe, ich bin ein paar Mal da gewesen. Ich habe bemerkt, dass die meisten Kleidung, das du hast, sind natürlich Frauenkleidung. Ja? Ja. Ich habe auch Männerkleidung. Okay. Ja, doch, inzwischen schon. Ungefähr ein Drittel, zwei Drittel. Ja? Ja. Okay. Es ist immer weiter gewachsen. Ich glaube, du würdest den Laden kaum wiedererkennen. Ich habe alle Stangen ein bisschen höher gehängt, damit ich unten noch Regale oder so Boxen mit Brettern hinstellen kann. Ja. Nee, ich bin selber erstaunt, wie der Unterschied von Anfang zu jetzt ist. Aber mehr geht auch nicht rein. Okay, cool, super. Und du hast, ich denke, du hast, als ich da war, du hast ein paar Kinderkleidung, aber nichts mehr, nein? Nee, nicht mehr. Das war nur von einem Label, die selber hier, also eine Freundin von mir, die das selber hier gemacht hat, die kommt aus der Gegend und die hat ein paar Kinder-T-Shirts gehabt. Aber das war nur so ganz nebenbei. Und zwei Fans von mir hat mir ein Mail geschickt und gesagt, hey, von was wir sehen kann, du machst ein Interview mit Anna-Marie. Mhm. es war von was ich über meine Mail-Liste geschrieben habe. Und sie haben mir geschrieben, dass du du magst einen zweiten Laden. Ja, genau. Okay. Ja? Ja, so gegenüber auf der anderen Straße. Seite. Ist auch ein wunderschöner Laden und da mache ich mit einer anderen Freundin, die auch Schneiderin ist, jetzt so eine kleine Nähproduktion auf, wo wir dann im hinteren Bereich die Werkstatt einrichten, im vorderen Bereich einen Verkaufsraum für unsere eigenen Kollektionen und auch für Label, die hier aus der Gegend kommen und hier auch produzieren, sodass es sowas von hier ist. Und man kann halt auch sehen, wie so ein T-Shirt oder irgendwas entsteht, man kann uns fragen, es ist alles da. T-Shirts wachsen nicht auf den Bäumen. Cool, ja, yeah, super. Und gibt es eine Idee, wann das, von wann das fängt an, diese Laden? Ja, also wenn alles klappt, dann machen wir den Verkauf ab Februar. Und im Januar bereiten wir uns so Vorrichten ein und nähen, damit wir was zum Anbieten haben im Februar. Okay. So der Plan. Gut, ja. Viel Erfolg. Ja, und im vorderen Teil machen wir auch, also da halten wir alles so frei, dass man auch kleine Konzerte oder Lesungen oder irgendwelche Veranstaltungen machen kann. Da würden wir uns ganz, ganz, ganz arg freuen, wenn wir dich mal zu Besuch da haben dürften. Cool. Ja, ich freue mich, wenn es möglich ist, bin ich wieder da. Ja, wenn man reisen darf. Ja. Und sich treffen darf. Yeah. Welche Artikel verkaufen sich im Moment gut im Shop? Deine Laden. Ach so, eigentlich farbenfrohe. Ich finde es auch immer ganz schön, wenn man in der dunklen Jahreszeit ein
nicht immer nur in Schwarz rumrennt, obwohl ich die Farbe auch sehr gerne mag. Aber entweder habe ich dann auch bunte Ohrringe an oder irgendwie noch was Farbiges dazu. Die Schuhe, die sieht man jetzt nicht. Ja, und so Basic-Teile. Aber was, worin man sich einfach wohlfühlt, wo man sich reinkuscheln kann. Jeans verkaufe ich auch viele gerade, auch für Männer. Ich schaue Ja. jetzt gerade um. Ja. Ja, die zieht man im Winter dann doch eher an als auch im Sommer. Da hat man auch manchmal noch kurze Hosen an. Naja, Kleider, T-Shirts gehen auch immer. Pullis, Socken. Cool. Ja. Hey, auf die Thema Socken. Ich habe gehört, dass du hast ein Angebot für die Zuschauer, ja? Diese hier? Ja. Ja, jeder, der in den nächsten 3 Tagen, also bis Donnerstag halt, entweder auf meinem Online-Shop, wo ich ein eigenes T-Shirt habe, was bestellt, oder der hier in den Laden kommt, der bekommt so ein paar Socken dazu geschenkt. So ein kleines Smiley drauf, eigentlich ganz niedlich. Eine Cool. Firma aus Amsterdam, sind wir Jungs, die immer Spaß haben beim Motive entwerfen. Und genau. Und ein gratis Download von deinem Song. Vom Natürlich, ja, neuesten. natürlich. Ja. Und hier sind ich lege die Links in die Chat. Aber wenn sie falsch sind, Annemarie, einfach sagen mir Bescheid, ja? Yep, mache. Gucke ich nachher. Ja, und du hast mir etwas letzte Woche geschickt, aber ich muss das wieder versuchen. Aber hier sind die Links. Ja, cool. Super. So, ja, du hast dieses Angebot. Es läuft bis Mitternacht, Donnerstagabend. Genau. Okay, Perfekt. cool. Super. Super. Annemarie, ich spiele noch ein Lied. Und Daniela, wenn du immer noch dabei bist, vielleicht hast du einen Wunsch, dass ich als die dritte Lied spielen kann. Einfach sage mir Bescheid. Du hast 10 Sekunden. Ultimatum. Tschüss. Es gibt eine Verspätung zwischen was wir sagen und wann was die Leute sehen. Ja. Ungefähr 15 Sekunden. Manchmal länger. Okay. Ja. Oh. Okay, ich fange mit dieses Lied an, aber Daniela, wenn du immer noch da bist und wenn du einen anderen Wunsch hast, dann mache einen Stopp mit diesem Song und dann spiele ich deinen Wunsch, okay? Es ist ein Song, das ich mit Paul Fogerty geschrieben habe und es ist seine neue Single, We Are One. Ups, hang on a sec. Trying to do. Okay. If you can hear me, I want you to join me. So much better with you. Let my love sink in. Feed on the rhythm. It's so much better with you. We are one. Part of you is inside a part of me, forever circling. Do you feel the love within? The circuit of the sun, a million miles and counting. Perfect harmony, like we were always meant to be. Hey, ich habe einen Wunsch von Daniela bekommen. Paul Fogerty, sorry mate, I'm gonna move on to another song. Aber das ist so schön, das Lied. Faces, tell you anything you wanna know. Gonna point to those signs there. When you need to find them, as I keep lifting you up high, keep lifting you up high, as you smile at me so bright.
Over and over, drifting off into dreamtime. Reaching out to that skyline, laughing loud with this worldwide. Over and over again, and if the night's cold, I'll keep you wrapped warm through thick and thin. You're safe within, and see that light shine throughout your lifetime, striking every string, singing as you let them ring. When you look in my eyes, yeah, you see the truth lying there. As I keep lifting you up high, keep lifting you up high, as you smile at me so bright. Over and over, drifting off into dreamtime. Reaching out to that skyline, laughing loud with this worldwide. Over and over again, twisting and turning, watching you learning, coming at you like lightning, couldn't be more enticing. Into dreamtime, reaching out to that skyline, laughing loud with this worldwide. Over and over again. Up high for Daniela. Henry, vielen Dank. Danke. So, Anne-Marie, du hast mir ein Mail geschickt mit den Infos über dein Angebot. Ich mache das etwas in den Chat oder später auf das Video. Mhm. Und von meiner Seite, ich habe ein Livestream diesen Samstag um 18 Uhr. Und mache ich diese Livestream auf einer Eintrittbasis. Es ist eine Spendebasis, dass man die Karten kaufen kann. Und ja, so wenn ihr dabei sein könnt oder möchtet zu sein, die Link ist da in die Chat. Tickets sind auf meiner Homepage verfügbar. Und ja, ich freue mich. Hast du etwas anderes, das du sagen möchtest? Nee, ganz lieben Dank fürs Zuhören und Zuschauen und für dieses Interview an dich einen großen Dank, Matthew. Das hat mich jetzt wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Cool. Okay, ich versuche, ja, wie ich gesagt habe, ich finde dieses Angebot, es ist irgendwo hier. I'll find it later. Ich schick's dir nochmal. Okay, cool. So wie ich gesagt habe, Anne-Marie, sie hat ein Angebot, das läuft bis, wo sind die Socken nochmal? Kannst du die Socken nochmal? Ja, hier sind die Socken. Hier, gibt es in zwei Größen. Okay. Man muss dann nicht die kleineren nehmen, wenn man große Füße hat. Cool. Wie ich gesagt habe, das Angebot läuft bis Donnerstag Mitternacht. Okay, Anne-Marie, vielen, vielen Dank. Und hoffentlich sehen wir uns for real bald wieder. Oh ja, das wäre schön. Und ich wünsche euch alle ein schönes Woche. Und wie ich gesagt habe, ich habe einen Livestream auf YouTube diesen kommenden Samstag. Okay, bis später. Cool. Tschüss. Danke, ciao.